Gut. Ja, dann würde ich jetzt vorzugsweise zum nächsten besten Pokémon Center rennen. Anstatt hier weiterzumachen. Was ist da unten? War ich hier schon? Kantai City? Ist das die Stadt, wo ich schon mal war? Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall ist hier ein Pokémon Center. Moment, ich weiß es echt nicht. Oh. Ich muss mal auf die Karte irgendwie zugreifen können, wenn ich kann. Ist das der... Ist es? Ich weiß nicht, ob das die Stadt ist, wo ich am Anfang war, wisst ihr? Also am Anfang, als ich auf dieser Insel gelandet bin. Oder ob das jetzt ein ganz neuer Ort ist. Beutel. Ich habe ja nicht sowas wie eine Karte hier drin, oder? Habe ich eine Karte irgendwo anders? Im Pokédex? Klingt jetzt doof, aber... Nee. Nee, nee. Auch nicht. Trainerpass? Auch nicht. Hm. Okay, keine Ahnung. Ich renne mal hier hin. Ich meine doch, das ist die Stadt, wo ich am Anfang war. Klar. Hier ist ja das Hotel oder sowas. Oder so. Und das ist dieses... Wo kommt doch diese Villa? Hier oben? Ja, genau. Doch, hier war ich schon tatsächlich. Ach ja, genau. Dann bin ich hier rein. Oder? Ja, aber warte, Route 4? Aber jetzt bin ich auf einer ganz anderen Route 4. Das ist verwirrend. Wo war ich denn jetzt vorhin? Hier oben. Wahrscheinlich war es vorher gesperrt oder so, hier lang zu gehen. Moment. War das auch gesperrt, hier hinzugehen? Mein Bisspark ist wirklich sehr gründlich. Es gibt Esro, wenn es etwas gefunden hat. Es wird jetzt wohl den ganzen Weg bis zu Hanno Resort nach Items aufsuchen. Und dann darf ich... Deswegen darf ich nicht durch, du Arsch. Stell dich mal vor, ich würde mich irgendwo hinstellen und sagen, ja, ich suche was, geh weg. Das ist arschig. Kann man echt nicht bringen. Aber nichtsdestotrotz setze ich mal mein eigenes Bisspark ein, um mir nach Items zu suchen. Ich wusste, es hier ist was. Aber ich habe es nicht bekommen. Stattdessen kriege ich ein wildes Pokémon ins Gesicht geworfen. Was ist das denn? Marula? Hat. Na, was soll's. Weg damit. Ich will nur mein Item haben. Mehr nicht. Okay, ein X-Tempo ist es. Okay, machen wir noch einen Kampf mehr. Ich hoffe, du hast deine Pokémon gut trainiert. Das hoffe ich auch. Mal schauen. Was du so drauf hast. Dork. Was ist denn Dorka für ein Name? Tut mir leid für alle Zuschauer von euch, die Dorka heißen. Tragosso. Ist auch wieder nicht gut für mich, weil es Boden attacken kann und die sind sehr effektiv gegen mich. Gegen mein armes Vulcano. Wow, okay, okay, ich denke, ich werde dicke verlieren. Ja, das denke ich wirklich. Ich werde mal trotzdem austauschen. Dann kriege ich ein Level up. Eigentlich hätte ich Arbaratos einsetzen sollen. Aber ich will lieber Makuhita mal trainieren. Weil das kann man Level... Welches für ein Level habe ich? Das steht da gar nicht. Doch, Level 19. Der andere ist auf Level 23 schon. Arboretos. Was habe ich gesagt? Arbaratos. Ich kann mir den Namen nicht so gut merken. Yeah. Get up. Okay, get up, aber der darf immer zuerst. Weil Makuhita das langsamste Pokémon auf der Welt ist und zurückschreckt auch noch. Okay, das war jetzt ein Korb. Das war wirklich ein Korb. Dieses Makuhita konnte nichts machen. Außer ein Mogelhieb. Okay, dann geht es jetzt doch an dich ran. Jetzt ist es doch deine Aufgabe. Das war ein richtig fetter Korb.
sehr schön. Okay, da habe ich mein Level up. Wie beeindruckend. Ah, jetzt bin ich sauer. Okay, dann gehen wir doch mal in die Richtung jetzt. Da sehe ich nämlich noch ein Pokémon Center. Wie praktisch, direkt noch eins. Wow. Was geht denn hier ab? Voll die Spaßstadt. Boah, Maschomais. Ich wünsche, ich wäre auch ein Maschomais. Ich wäre trainiert und hätte zwei Arme mehr. Und immer so eine coole Hose an. So, würde ich mal sagen, als erstes heilen. Und dann kann man mal gucken, was noch kommt. Oh, noch mehr Maschomais. Wie cool. So, Team ist geheilt. Eine Kleinigkeit wollte ich aber noch machen. Ich wollte mal kurz ins Team reingehen und bei Makuhita die eine Attacke weiter nach oben setzen. Abschlag, weil das ist gar nicht so schlecht. Das ist mein Team. Oh, das ist Ei. Achso, da steht so das Datum, weil ich dieses Ei bekommen habe. Nicht schlecht. Okay. So. Dann können wir mit den ganzen Leuten hier labern. Gibst du mehr Items? Nein, ich bin ein Pokémon. Vergiss das nicht. Huch, oh! Ich habe mir gerade dieses Ei noch angeguckt. Oh, was wird das? Ich bin ja richtig gespannt gerade. Oh, wie cool. Ich habe einen Evoli. Wow. Cool. Ich behalte das. Das wird, das gehört, kommt ins Pokémon-Team rein. Evoli. Schau dir das Pokémon an, das geschlüpft ist. Schau es dir genau an. Sein instabiles Erbmaterial ermöglicht es ihm, sich zu verschiedenen Pokémon zu entwickeln. Ja. Oh. Boah, wenn ich das in diese Feenform mal entwickeln könnte, das wäre ja cool. Kein Spitznamen. Wow. Cool. Ich wette, das ist auf Level 1, oder? Ja. Boah, wie soll ich jetzt ein Level 1 Pokémon trainieren? Naja, okay. Das machen wir aber. Cool. Es wird viel Arbeit, dieses Evoli auf den Stand zu bringen, dass es mitkonkurrieren kann. Also mit den anderen Pokémon mitkämpfen kann. Aber ich bin bereit, das zu machen. So, stellen wir Tackle nach vorne. Ja. Was hat's für ein Typ? Einen neutralen, auf jeden Fall. Anpassung, was ist das für eine Fähigkeit? Erhöht die Attacke, die Stärke von Attacken, die dem Typ des Pokémon entsprechen. Das heißt, sowas wie Stab, aber nur noch mehr, noch stärker dann. Also, Stab plus, so gesehen. Okay. Scheint ein cooles Pokémon zu werden, wenn es mal soweit ist, dass es überhaupt mal kämpfen kann. Jetzt haben wir ein Evoli. Ganz einfach, so mal eben. So, ich wollte eigentlich nur mit diesem Kerl hier reden. Du verkaufst ein paar Kakaos oder so. Ich will aber nichts. Oh, ihr seid am Zocken. Jetzt sagt die Huch. Bisher Huch stand auch gerade da, als mein Ei geschlüpft ist. Ich dachte, jetzt schlüpfen wir ja gleich noch das zweite Ei. Was haben die denn? Haben die denn mittlerweile coole Items? Oh, du hast Tracys Prüfung bestanden. Glückwunsch. Deswegen darfst du mehr kaufen. Wie viel Schutz habe ich? Ich habe 8 noch übrig. Ne, das reicht erstmal. Und du? Oh, ich kann TMs kaufen. Ich will TMs kaufen. Oh, die sind hier teuer. Ein andermal vielleicht. Ich will die alle sammeln, so gesehen, so viel ich kriegen kann. Bei Pokémon Omega Rubin habe ich das nämlich auch gemacht oder versucht zu machen. Oh, aber die kosten viel TMs. Die sind nicht mehr so mal eben 5000, aber dafür hat man die halt unendlich oft, ne? Deswegen will ich die auch sammeln. Aber ich warte mal ab. Ich werde mir jetzt auch nicht nur eine jetzt kaufen, ich werde mir das Geld jetzt lieber aufbewahren, falls ich das mal für irgendwas anderes brauche. Ja, schon nicht ohne. Boah, hier sind ja nur solche Mucki-Leute. Gut siehst du aus, sagt der eine Kerl vor allem. Was ist da? Ein Geheimnis? Tatsächlich, ein Geheimnis-Item. Hyperball, jetzt habe ich schon Hyperball. Ich habe sämtliche Pokebälle schon. Ich muss mir nie Pokebälle kaufen in diesem Spiel. Warte mal, habe ich mit dir schon geredet? Hi.
Hi. Achso, die habe ich schon geredet. Ja. Okay, da kommt eine Sequenz. Oh! Ach ja, der Dom Royal, wenn ich immer meine Sorgen vergessen will, lande ich hier. Komm, null. Jetzt ist Schluss mit unserer Einsamkeit. Stürz uns ins Getümmel. Der geht da rein. Ich gehe gleich dahin. Ich werde erstmal hier mit Leuten labern. Was ist das denn? Cool. Zigarrenwürfel. Stimmt, das war ich immer nicht verstanden habe, was das überhaupt darstellen soll. Zigarrenwürfel. So, dann bin ich irgendwie wieder hier. Pflücker. Achso, mit der Attacke Pflücker kann man Bären von anderen Pokémon klauen. Ich weiß. Und hier kann ich ein Foto machen. Machen wir das. Ist hier gar nichts. Ich habe was gehört. Hallo. Oh, da oben. Hallo. Boom. Das nehmen wir. Ja. Ich meine, ja, doch. Ich will zur Fotoauswahl. Ich will das hochladen. Ja. Nicht nein, sondern ja. Toller Blick in die Kameras. Fotos. Sehr schön. Ich kann aber nicht alle Kommentare lesen. Also die ganz oben stehen, die scrollen dann runter. Also die scrollen dann hoch, meine ich. Dann sieht man die nicht mehr. Meine Mama findet das Foto auch toll. Wisst ihr, was das Spiel nicht hat? Hater. Oder irgendwelche komischen Leute, die sagen, ey, du Kackbatze. Okay, ich habe jetzt einen neuen Level? Was habe ich denn hier? Cool. Level up. Du hast mindestens 1500 gute Bewertung erhalten. Dafür bist du auf Level 2. Fertig mit der Aktualisierung. Oh, jetzt kann ich zoomen. Ich habe eine Zoom-Funktion freigeschaltet. Muss man auch erstmal schaffen. Nicht schlecht. Coole Sache. Und sonst? Jetzt kann man wohl essen. Das ist ein nettes Städtchen hier. Ein Restaurant. Ich kaufe ein Citrus Malasada. Keine Ahnung. Ach, das kann ich dann direkt snacken, oder was? Oh, du kriegst das. Ich weiß jetzt nicht, was man damit machen kann. Evoli darf's essen. Unser neues Pokémon. Evoli verdrückt den Citrus Malasada. Wieso darf ich das nicht sehen? Nur weil die keine Animation dafür eingebaut haben. Es ist zutraulicher geworden. Oh, nicht schlecht. Das hilft mir, wenn ich es in einen Nachtara oder Psyana entwickeln will. Nee, ich glaube, ich weiß nicht, was das Zeug alles soll, aber ich glaube, eins ist mir genug. Also ich würde es am liebsten in... Boah, wie heißt das Pokémon? Das Evolifeen-Entwicklung weiterentwickeln. Aber ich weiß nicht mal, ich weiß erstmal nicht mal, wie die heißt. Hab den Namen vergessen und ich weiß auch gar nicht, wie das geht. Muss ich noch irgendwie rausfinden. Oder, naja, durch Zufall irgendwie rauskriegen. Hier wird geparkt. Machst du auch beim Battle Royale mit? Nein. Achso, ja, wahrscheinlich schon. Hypno. Ist das ein Supermarkt? Gucken wir mal rein hier. Willkommen im Schnäppchenparadies. Hier explodieren die Rabatte. Mit den Coupons kriegst du sagenhafte Rabatte. Danke, Mann. Du schnappst dir überglücklich die Coupons. Bitte zeig die Coupons an der Kasse. Wir haben keine Mühen gescheut, um diese einzigartigen Sparangebote zu ermöglichen. Also sollst du auch keine Mühen scheuen, um unseren Laden und dein Geld zu unterstützen. Ja. Koste Beeren. Hey, cool, ich habe eine Beere bekommen. Na los, probier. Ist das. Okay, der wird überfleckt, Mann. Auch irgendwie hier auch was kaufen oder wie sieht das hier aus? Hier bleibt bei einem die Spucke weg bei den Preisen. Oh mein Gott, so ein günstiger Supermarkt, Mann. Das ist ja echt toll. Cooles Pokémon. Das ist das Trifflon, das du auf Route 6 geholfen hast. Oh, du bist das. Wie geht's dir? Oh, das Pokémon hat mir ein Item gegeben. Ich habe eben noch spöttischen Witz rüber gemacht. Es macht nichts aus, ein bisschen abzudriften. Das Pokémon hat mir ein Item überreicht. Was zur Hölle?
Ich habe nicht genug Geld zum Zahlen. Hey, die haben gesagt, die ist alles ultra günstig und kannst es trotzdem nicht leisten. So, kriege ich jetzt hier irgendwas? Ich will was kaufen. Was kann ich denn kaufen? Eine Skulptur eines wundersamen Pokémon. Ich habe keine Ahnung, was es macht, aber ich kaufe es. Und ich krieg die Hälfte irgendwie wieder erstattet durch einen Coupon. Was verkaufst du? Du verkaufst normale Items. Und du? Pokebälle, okay. Und zu guter Letzt. Hey, willkommen. Ich habe eine Aufgabe. Warte, was hat er gesagt? Ich dachte, er verkauft mir was. Du siehst zwar wie ein talentierter Trainer aus, aber du hast einen weiten Weg vor dir. Wenn du als stärkster Trainer von Alola wieder zu mir kommst, habe ich eine Aufgabe für dich. Oh. Okay, irgendwann am Ende des Spiels muss man wohl zu dem zurückkommen. Wenn ich mir es überhaupt merken kann. Tja, dann. Tja, dann. Setze ich daraus ein, damit ich mal ein bisschen schneller hier laufen kann. Wenn ich schon nicht selber in so einem Truck mitfahren kann. Was hast du gesagt? Deine Pokémon von Stabsproblemen betroffen sind, nervt das gewaltig. Mit der Fähigkeit Adrenalin richtet sie an immerhin 50% mehr Schaden an. Ach so, ja gut. Das wusste ich bereits. Der Z-Ring an deinem Arm ist schon ein besonderes Item. Nur besondere Menschen dürfen ihn tragen. Ach so, hier geht's dann weiter, oder was? Ja gut, bevor ich dann hier weitergehe, würde ich sowieso erstmal sagen, wir machen im nächsten Part weiter. Und zwar dann nicht da, sondern in diesem Pokémon Stadium da, oder was auch immer das hier ist. Genau hier. Genau da. Battle Royale, nicht Pokémon Stadium. Tut mir leid, aber egal. Im nächsten Part, liebe Kinder. Oh, wer bist du denn? Hi. Hi. Im nächsten Part gehen wir da rein. So wie dieser Kerl es jetzt schon macht. Wow, er verschwindet hinter dem schwarzen Licht. Das ist gruselig, Mann. Okay, dann im nächsten Part genau hier. Schaltet ein, wenn ihr Bock habt. Wäre schon cool. Bis dann.